Hallo meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Ja, ich bin schon in meinem Schlafanzug, gell? Ich habe trotzdem Schal an. Ah, mir ist heute irgendwie kalt. Ich kann in den Ofen, könnte ich heute irgendwie krauchen. Ja, ich und mein Mann waren ein paar Teile einkaufen. Wir waren tanken gewesen. Ich war bei uns in der Nähe in einer neuen DM-Filiale gewesen. Da habe ich mir für, ich meine, 4,99 oder, nee, 4 Euro, ich weiß es gerade nicht mehr, von Catrice diesen neuen Trunk and Diamonds, diesen Plumping Lip Balm mitgenommen. Könnt ihr das erkennen? Ich weiß es nicht. Ist so eine schöne, glitzernde, schimmrige Farbe. Ist auf jeden Fall die Nummer 060. Ja, wir machen mal auf. Boah. Ja, tschüss, ne? Du kannst es ja. Der hat mir richtig gut gefallen wegen der Aufmachung. Der glitzert auch richtig. Könnt ihr das erkennen? Der glitzert volle Kanne. Der ist richtig schön und der riecht auch gut. Oh mein Gott, der ist richtig schön. Der musste einfach mit. Ja, den habe ich mir gekauft. Jetzt kann ich euch zeigen, die Toni Box. Stoff ist drum. Richtig schön. Für hier oben drauf gibt es auch noch irgendwie so eine Klebefolie, um zu schützen. Aber das glaube ich brauche ich jetzt nicht. Hier kann man ja laut machen, leise machen. Ich fand das so goldig. Guck mal hier, den Puppelschwänzchen hier. Richtig süß. Ja, ich habe meine zwei Figuren schon gehört. Also Susi und Strolch und Belle. Super schöne Figuren. Und auf meiner Kreativ-Toni, da muss ich mal gucken, noch irgendwie. Ja, was drauf spielen. So, und das hier ist das Ladegerät. Wer, wie gesagt, noch nicht weiß, so hier ist so mit Anti-Rutschbeschichtung, gell? Ladegerät halt eben. So, muss ich mal gerade gucken. Ja, ich habe gerade hier meine Streichhölzer noch, gell? Ich habe gerade meine ganzen Kerzchen angezündet. Ich liebe den Duft der Streichhölzer, wenn man die so anmacht und nachher auspustet. Ich liebe den Duft einfach. Da jetzt läutet nach Halloween so langsam Weihnachten, Richtung Weihnachten an. Wir haben jetzt November, 2. November, also wir haben jetzt noch ja, den November und halt noch einen Monat, und dann ist das ja wieder Putschi. Putschigiago. Nächste Woche hat mein Mann Geburtstag am Mittwoch, der 6. November. Und ja, also Halloween muss ich sagen, ja, ne? War wieder die Krönung. Die Jugendlichen haben sich mal wieder dermaßen überzeugend gezeigt, haben sich total abgeschossen, gepöbelt und hast du nicht gesehen. Eine Schlägerei war hier mit, ja, also Polizei, alles war im Dorf. Krankenwagen war im Dorf und ja, Nasenbruch von jemandem war auch am Start und es ist richtig schön die Suppe gespritzt. Also war wieder heavy. War wieder heavy und sehr lange. Ja. Das kann ich euch dazu schon sagen. Ich bin aber froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. So, dann machen wir mal die Tüte. Oh, hier hoch. Ach nee, warte mal. Nee, das ist mein Kissen. Mach. So. Machen wir lieber andersrum, sonst fällt mir alles runter. Wir waren im Edeka. Da habe ich Pfand abgegeben. Da hatte ich, glaube ich, 1,02 Euro oder 93. Und da habe ich mir dann, hallo, Rotbäckchen Immunstark mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Da habe ich heute mein kleines getrunken. Habe ich mir jetzt mal eine große Flasche geholt wieder. Hat auch 3,99 € gekostet, aber ich hatte ja eben, wie gesagt, halt noch Pfand und dann war es halt nicht, ja, allzu teuer. Gut, ist ja egal. 93 sind 93, auch mit Pfand, ne? Also wenn ich das Pfandbon abgebe. Ja, wurde abgezogen, der Pfandbon hiervon, ne? Weil die Kleinen hat der Edeka nicht. Deswegen habe ich mir einfach mal die Große mitgenommen jetzt. Ich glaube, ihr wisst, wie ich meine, ne? Ich bin heute ein bisschen durcheinander. So, dann waren wir noch im, wie gesagt, im Lidl. Da kam hier die Coke mit. 65 Cent und halt eben Pfand. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken hier. Im Lidl kam dann noch diese Champignons mit, weil wir machen nämlich heute Abend Wiener Schnitzel mit Champignonsoße und Pommes. Genau.
Im Aldi waren wir auch noch gewesen. Ist jetzt ein bisschen Kreuz und Quer, ist ein Mischmaschall, ne? Mein Mann hat diesen Bio-Ingwer, Apfel-Ingwer-Zitrone-Shot getrunken. Der war ziemlich scharf. Der hat gut aufgeräumt, sagt mein Mann. Ja, also für mich ist der zu scharf. Ich mache mir meinen eigenen Shot, wo ich die Schärfe selbst bestimmen kann. Also der hat auch echt scharf und heavy gerochen, das muss ich ehrlich sagen. Aber ist gut, ne? So, jetzt muss ich mal gerade hier mal gucken. Ja, in dem neuen DM-Markt war ich ja, wie gesagt, gewesen bei uns in der Nähe. Da habe ich mir für 75 Cent meinen Kokosriegel wieder geholt, aber den habe ich schon geschnackelt. Im Lidl habe ich mit der Lidl Plus App ab 2 Euro Einkaufswert habe ich diesen Premium-Apfel-Direktsaft. Direktsaft, Naturtrüb. 1 Liter, den habe ich geschenkt bekommen für 1,29. Dann habe ich im Lidl für 5,99 diese Wiener Schnitzel geholt. Dann haben wir im Aldi diese, ja, eine Packung haben wir schon geschnackelt, diese Wiener Würstchen. Dann habe ich im Aldi meine Jumbos geholt, meine Jumbos. Dann war im Aldi, hat mein Mann sich diesen Edelmarzipan Brot geholt. Der isst das ja gerne. Ich esse ja gar nicht so gerne Marzipan. Dann habe ich meine Lieblings-Hustenbonbons geholt mit Vitamin C, Zitrone, Ingwer. Die helfen mir wirklich gut. Die sind gefüllt mit Kräuterbonbons. Die sind wirklich gut. So. Dann hat mein Mann im Aldi diesen Camembert geholt. Der kostet auch 99 Cent. Dann war ich noch im Teddy. Für 1 Euro habe ich diesen Sekundenkleber geholt. Den brauche ich ja, um mein Buch aufzubauen vom Action. Das wollte ich mit meinem Mann heute machen. Dann habe ich im Teddy für 1 Euro habe ich mir einmal diese Socken geholt. Die habe ich schon mal, aber irgendwann franseln die aus und dann sind die uppe. Und dann habe ich mir einmal für 1 Euro diese Socken noch geholt in Grau. Die sind schön kuschelig. Dann habe ich mir im Teddy für 1 Euro auch diese schönen warmen Stulpen geholt, weil meine sind langsam, die sind nichts mehr, die kommen weg. Ist One Size, ne? Einheitsgröße, schöne Stulpen. Ja, wir waren noch in einem Norma gewesen. Da waren wir zuerst gewesen. Ja, dann haben wir nochmal Cola geholt. Aber ist aber egal. Der war für 1 Euro, ich meine 9 oder 28 und halt eben Pfand, sind 2 Liter. Naja. So, dann habe ich mir im Teddy für 1 Euro, ist eigentlich für den Beauty-Bereich, aber weiß ja dieses Tool nicht. Ich habe das schon. Und zwar ist das dieses kleine Tool hier für Mitesser, Unreinheiten, Pickel etc. aufzudrücken. Und, ne? Aber ich werde dieses kleine Ding hier für meine Sparspiele benutzen in meinem Budget-Planning-Bereich. Und dann brauche ich das, um diese Felder aufzurubbeln. Die Rubbelfelder und hat 2 Seiten. Und dann dachte ich mir, den nimmst du mit in Roségold. Ich habe den schon halt für meinen Beauty-Bereich, aber das weiß ja dieses Tool nicht. Deswegen werde ich das zweckentfremden dafür. So, dann war ich ja wie gesagt in dem neuen DM-Markt. Da habe ich für meine Hunde diese Winter Edition geholt. Dein bestes Wintermomente für kleine Hunde. Softe Belohnung mit Ente, Gans und Truthahn. Ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von Getreide, mit Tierarzt entwickelt, 60 Gramm, kostet 95 Cent. Habe ich 2 mal geholt. Werden wir nachher mal probieren. Also meine Hunde werden es probieren. Dann habe ich mir das hier mitgeholt. Das wollte ich mir sehr wahrscheinlich morgen mal in die Haare machen. Also ich trage ja meine Haare auch sehr gerne offen und dann halt nur hier oben dazu. Und dann habe ich mir für 3,25 diesen wirklich schöne Schleife geholt. In rosa, aber samt. Und mit so einem Klemmerchen. Das hat mir so gut gefallen. Und wenn das hinten so in einem Haar schön drin ist und die restlichen Haare offen, habe ich mir richtig schön vorgestellt. Deswegen kam das auch mit. Dann habe ich mir im DM-Markt für 1 Euro noch was von Ebelin eine neue Feile geholt. 13 cm hergestellt in Solingen. Shapeshear-Feile. Ja, weil meine Feilen, die sind langsam nichts mehr. Ist in einem Altrosa. Ne? Dann kann man echt schön die Fingernägel sauber machen, feilen und so, weil meine sind langsam nichts mehr. Dann habe ich im DM für meine Hunde, ist auch so eine Winter Edition, ist glaube ich einfach nur die Verpackung, aber der Inhalt ist glaube ich ganz normal.
Wintermomente Leberwurst mit viel frischer Leber und Trüffel. Ah, nee, und Trüffel. Ah, das andere war mit viel frischer Leber und Petersilie. Genau, die ganz normale. Das hier ist mit Leber und Trüffel. Ohne Zuckerzusatz. Ja, probieren meine Hunde mal aus, ne? 75 Gramm. Mal gucken, ob die das auch mögen. Dann hat mein Mann hier diese Haribo Picoballa im Norma geholt. Picoballa. Im Norma habe ich mir meine für 65 Cent von El Corina für empfindliche Haut vegan nochmal die erfrischende Reinigungstücher geholt. 5 in 1, 10% Aloe Vera und Mandelöl. Die hatte ich ja schon mal. Die sind sehr, sehr gut und die riechen auch sehr gut. Oh mein Gott, die sind sehr, sehr gut. Die kann ich wirklich empfehlen. 65 Cent. Und das hier ist komplett neu. Für normale und trockene Haut ist auch vegan. 5 in 1. El Corina pflegende Reinigungstücher Apfelblüte mit Vitamin E. Apfelblüte. Oh ja. Oh ja. Das riecht wirklich gut nach Apfelblüte. 65 Cent, gell? So. Gerade mal gucken. Dann war ich auch noch im Kick gewesen. Im Kick habe ich mir hier geholt, war reduziert auf 1 Euro. Dieses Unendlichkeitszeichen in Gold habe ich mir die Kette geholt. Und da sind da so schöne Steinchen drin. Könnt ihr das sehen? So schöne Steinchen, aber in Gold. Ist auch schön lang. So eine Kette hatte ich noch nicht mit diesem Unendlichkeitszeichen. Deswegen kam das auch mit. Dann habe ich mir das hier mitgeholt. Das habe ich schon in Grau im Wohnzimmer auf unserem Sideboard, auf unserem Fernsehschrank drauf liegen. Dieses Kunstfell hier, 8 x 1,80 m, Zentimeter für 2,99 €, aber in weiß. So schönes Fell hier. Und das möchte ich gerne einmal halbieren. Das habe ich mein anderes nämlich auch. Da habe ich nämlich zwei Teile. Weil ich möchte nämlich einen Teil davon auf unserem Wohnzimmertisch dieses Jahr dekorieren für Weihnachten und die andere Hälfte auf unserem Küchentisch. Genau. Fand ich nämlich echt schön. Und da hatte ich nämlich schon die Vorstellung. So, und ich glaube, dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und dann haben wir diese Rossmann-Tüte leer. Und zwar habe ich mir da mitgenommen im Kick. Und ich liebe ja im Moment dieses Teddy-Fell, also dieses Teddy-Stoff. So habe ich auch meine Tasche. Und da habe ich mir für 14,99 € in Größe XL. Wenn jetzt 2XL da gewesen wäre, hätte ich auch 2XL geholt, weil ich hab das lieber gerne etwas größer. Und zwar ist das ein Longkleid, aber es ist mit Kapuze und Taschen. Also guck mal. Oh, guck mal, mit Kapuze. Dann hier zum Zubinden. Da steht auch irgendwas drauf. Und Moment, machen wir mal die Kapuze mal weg. Oh, guck mal, wie schön. Das ist auch echt schön lang. Und vor allen Dingen, das ist ein schönes Material. Und es hat Taschen. Es hat zwei Taschen. Richtig geil. So ein Longkleid in Teddy. Optikfell mit Taschen habe ich noch nicht. Kann man nämlich schön. Oh, richtig cool. Also, wenn ich den mal angezogen habe, mache ich euch irgendwann mal ein OOTD. Ne, wo ihr mich dann im Spiegel mal ganz dann seht. Im Flur muss ich unten machen. Dann zeige ich euch das mal. Eine schöne Leggings drunter mit schönen dicken warmen Strümpfen. Die Stulpen drauf. Das hier an. Schönen Schal. Noch eine Kuscheljacke drüber. Bombe, Bombe. Und ihr seid wirklich schön und warm angezogen. Ja, und vor allen Dingen auch mit Kapuze. Ne? Das hat mir richtig gut gefallen. Halt mit diesem Teddyfell. Richtig schön. Von innen ist es so, also ihr schwitzt den Ultra da drin. Ist wirklich ein sehr schöner, angenehmer Stoff. Und ja, der hat mir gut gefallen. Deswegen durfte das schöne Teil auch noch mit. So, jetzt habe ich hier jede Menge tausende über tausende Kassenbons. So, mal gucken. Habe ich hier irgendwo auch noch einen? Ne, da habe ich keiner. Im DM-Markt habe ich 8,70 € bezahlt. Ich tue ja auch immer diese Payback-Punkte sammeln.
Da habe ich wieder 4 Punkte bekommen. Ich hatte nämlich vor meinem Einkauf 820 Punkte. Das entspricht ja 8,20 Euro, habe ich auf der Karte. Dann kannst du auch einkaufen gehen, kannst du einlösen. Und auf meinen Einkauf von 8,70 Euro habe ich 4 Punkte bekommen. Also habe ich jetzt 8,24 Euro drauf. Genau. Dann im Lidl habe ich ausgegeben 6,78 Euro und 1,29 Euro gespart. Wegen diesem Apfelsaft ab 2 Euro Einkaufswert. Dann waren wir im Aldi, waren 10,92 Euro. Der ein oder andere interessiert sich ja dafür. Im Norma waren es 10,13 Euro. Ach stimmt, mein Mann hat noch Zigaretten geholt. Sehe ich nämlich gerade hier. 95 Cent kostet hier so eine Packung. Genau, 5,50 Euro waren die Zigaretten von meinem Männer. Soderle. Und dann haben wir noch den Teddy. Da habe ich, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Euro ausgegeben. Weil ich war nämlich in zwei Teddy-Filialen. Genau, 5 Euro habe ich da ausgegeben. Jo, also ich bin zufrieden. Ja, ich würde das hier auf jeden Fall das Tool zweckentfremden für meine Rubbel. Sparspiele von meinem Budget Planning. Da wird jetzt irgendwann Laufe des Novembers meine Bestellung ankommen. Und dann zeige ich euch das nämlich. Und da möchte ich dann nämlich gerne diese Rubbel-Geschichten damit 3 Rubbeln. Dann braucht man nämlich nicht immer irgendwie ein Geldstück oder so. So, das war's. Genau. Das war's gewesen. Habe ich alles gezeigt. Ja. So, dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Ein Däumchen ist ein Däumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Und schaut gerne auf dem Instagram-Profil vorbei. Baudetsjessi. Steht aber alles unten in der Infobox. Und wie gesagt, bei der Cashback-App. Da habe ich euch auch einen Link unten, setze ich euch unten rein. Da bekommt ihr 10 Euro Bonus. Ne? On top, wenn ihr eh online bestellt. Hallo, hört ihr bitte auf zu tanken? Meine Güte. So, jetzt einen schönen Abend und ciao.